Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zurück hier bei Far Cry 5. Ich bin euer Sombürer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir sind hier wieder im Gefängnis. Ich würde mal hier enden, aber das hat sie sicher nicht geahnt. Ja, das ist sehr schön für dich, komm, quatsch mal mit dir. Danke, dass du uns geholfen hast. Hoffentlich gibt's auch jemanden, der auf dich achtet. Tja, könntest du machen, Puppe. So, wir sind, wie gesagt, hier wieder in Fates Gebiet. Fate. So, wir sind's. Wir haben 1800 von 13.000. Das heißt, wir müssen eine ganze Ecke Leute hier noch in den Arsch treten. Aber er will hier mit uns sprechen. Da reden wir mal mit ihm. Deputy, können wir kurz reden? Natürlich. Wir haben diese eine große Aufgabe hier und die lautet, Faith aufzuhalten. Sie hat mir alles genommen. Meinen Job, meine Ehe, sogar meinen Sohn. Und alles nur wegen diesem Bliss. Du bist jetzt einer von uns. Ein Cougar. Wir sind ein Team und helfen uns gegenseitig. Und jetzt brauche ich deine Hilfe, Deputy. Kennst du unsere Trinkwasseraufbereitungsanlage? Die Sekte hat sie besetzt und pumpt sie voller Bliss. Ist das zu glauben? Direkt ins Trinkwasser? Was für Monster tun so etwas? Tja, damit wird Faith nicht länger durchkommen. Ich sage dir was. Wir werden das schleunigst unterbinden. Was sagst du? Jo, machen wir. Machen wir. Aber erstmal klaue ich dir den Baseballschläger, der hier die ganze Zeit schon glitzert. So, was haben wir denn hier? So, Notiz für Virgil. Dad, ich kann mir 100 Dollar leihen oder nur 80. Kann ich mir 100 Dollar leihen oder nur 80 bis zum Zahltag? Es ist für Baseball. Ja, ich habe die Registrierungsgebühr bezahlt. Und da gibt es noch Zusatzkrams, von dem ich nichts wusste. Ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, dass ich es versuchen und weiterspielen will. Ich kann dir das Geld so gut wie... Was? Ich kann dir das Geld bald zurückzahlen. Danke, Ethan. So. Wir wären richtig arm dran, wenn du das Gefängnis nicht in Kugerhand gebracht hättest. Ich sag immer, lieber arm dran als arm ab, ne? Von daher, seid ihr doch gar nicht so schlecht drauf hier. Danke für deinen Auftritt beim Gefängnis. So. Jetzt sagt er noch. Du hilfst den Cougars dabei, Face zu zerlegen, so wie du John Seed erledigt hast. Die ganze Familie ist böse. Hallo, ich mach hier alles kaputt. Vielleicht werde ich mit der Puppe vorher noch mal ein bisschen flirten. Mal gucken, ey. Ist ja ein süßes Mäuschen. Mal schauen, was sie so kann. Oh, lecker Konserven. Mm. So, nehmen wir mal alles mit. Ich muss mal gucken. Das habe ich alles. Die Ressourcen werden knapp, aber das hält uns nicht auf. Ja, quatsch mir die dicht hier. Muss gucken, wo ich noch was klauen kann. So, Puppe. Faith führt Menschen ins Bliss. Immer und immer wieder, bis aus ihnen Angels werden. Ja. Hirnlose Zombies. Komm ich hier eigentlich rein? Jo, Tatsache. Was haben wir denn hier? Oh, guck mal. Hier sind die Gefängniszellen. Hier darf jeder sich wohl ein Zimmer nehmen, so wie das aussieht. Kann ich hier auch noch was klauen? Warte mal, gucken wir mal. Hm. Ich sehe nichts. Schade. So. Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen. Da ist er hier, der Alte. Ja, dann komm raus. In den letzten zwei Tagen sind ein paar Leute verschwunden. Wir wissen nur, dass wir sie nicht im Bliss verloren haben. Es gibt Gerüchte über einen Ort, der von Faith Jüngern geleitet wird. Einer dieser Orte, von dem man nicht zurückkehrt. Folter, Ertrinken, Opfer. Die Leute sagen, jeder, der Faith Kleinpilgerfahrt nicht beschreitet, endet da. Ich glaube, wir haben hier ein echtes Problem und jemand muss sich das ansehen. Jemand, der zurechtkommt, falls es sich doch um mehr als nur Geschichten handeln sollte. Sei vorsichtig, Rookie. So. Faith setzt immer ihren Kopf durch. Erlösung. Sehr schön. Haben wir hier was? Können wir was klauen? Anheuern. Komm, wir reden mal mit dem. Du hast echt was vollbracht, indem du diesen kleinen Fleck der Welt gerettet hast. Amen. Hast dich gut geschlagen, Rookie. Meine Schwester verpflichtete sich, dem Pfad der Erleuchtung zu gehen. Sie haben sie mit Bliss vollgepumpt. Meine wunderschöne Schwester ist jetzt einer dieser gottverlassenen Angels. Ja. Der Nebel macht einen fertig. Ich glaube, da können wir echt nichts mehr machen für eure komische... Oh, und so. Wo geht's denn hier hin? Boah, ist das riesig, das Gefängnis. Ich habe immer Angst, ich übersehe was, wenn ich jetzt hier nicht alles mitnehme. Deshalb gucken wir uns das jetzt mal an hier. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr, ne?
War da was drin? Nö. So, ja, da sind wir wieder. Ich würde einfach mal sagen, wir haben jetzt ein paar Quests ja fertig. Warte mal. Nein. Mich wird sie nicht bekommen. So, haben wir hier noch was? Pass auf den Nebel auf, der beeinflusst deine Wahrnehmung. Joseph hat Faith in die Familie aufgenommen. Sie wird fuchsteufelswild sein, dass du ihren Bruder John getötet hast. Hm. Doch mal stehen, Puppe. Das alte Gefängnis ist eine bombensichere Stellung. Oh, was habe ich diese Quest gehasst, ey. Was habe ich sie gehasst? Guck mal, da haben wir wieder was. Notiz für Tracy. Tracy, ich weiß, dass du misstrauisch bist und ich weiß sehr zu schätzen, dass du immer versuchst, auf mich aufzupassen. Du hast mich noch nie so glücklich gesehen. Das verstehe ich, aber sei nicht eifersüchtig, dass es mir, dass ich nicht bei dir war. Nichts kann unsere Freundschaft ersetzen, denn sie ist etwas Besonderes. Wenn du nur zu dem Treffen kommen würdest, würdest du es verstehen. Du kannst so glücklich sein. Nee, auch so glücklich sein. Es ergibt alles einen Sinn, Tracy. Ich verspreche es dir. Ich vermisse dich auch sehr. Bitte tu mir einen Gefallen und versuche es. Was soll denn schon Schlimmes passieren? Liebe Grüße, Faith. Okay, also das ist da, wo Faith auch jetzt zu den Treffen gegangen ist. Deinetwegen haben wir unsere Basis gehalten. Logisch. Ich bin auch ein ganzer Kerl, ey. Jetzt müssen wir mal hier runterkommen. Ich spring einfach mal runter, so. Dann schnappe ich mir den Heli und dann geht das ab. Komm ich jetzt hier raus? Bin ich denn jetzt hier reingekommen? Da ging es nicht. Da ging es nicht. Gehen wir mal nach hier vorne. Oh, hier kommt mir ja schon wieder einer entgegen. Du hast uns im Gefängnis das Leben gerettet. Danke. Im Gefängnis von Hope County gibt es Menschen, die nach deinem Marshall suchen. Ja, ich habe ja mit allen schon gequatscht. Ah, hier ist der Ausgang. Sehr gut. Ja. Sieht doch cool aus hier. So, dann werden wir mal durchs Land düsen, würde ich sagen. Und ich hole mir... Mal gucken. Den hole ich mir mal eben. Was? Oh, wo haben sie den denn geparkt? Echt jetzt? Den Witwenmacher. Und? So. Geh mal Musik aus. Das ist das Erste, was ich mal mache. Und dann alles, was auf dem Weg liegt, würde ich mal sagen, mach mal platt. Jetzt gucken wir mal auf die Map. Ich muss... Wo bin ich? Da im Gefängnis. Da bin ich. Nebenmission. Was war das denn nochmal hier? Da fahren wir jetzt eh dran vorbei, würde ich mal sagen. Fahren wir da vorbei und dann zum Trailerpark. So. Und egal, was mir entgegenkommt, es wird alles zerstört. Wir sehen, jetzt werden wir es mit den Drogenjunkies zu tun bekommen. Eieieiei. Da bin ich ja mal gespannt. Komm. So. Ich wusste schon, warum ich den nehme. Wo schießt der denn jetzt auf mich? Warum denn? Das ist jetzt einer von der Sekte, ja. Los! Alter. So, sehr schön. Sehr gut, da haben wir das erste Püppchen. Hallöchen! Kennst du Radonkuren? Die waren früher mal richtig angesagt von wegen Naturheilkunde und so.
Jedenfalls gibt es einen alten Kurort gar nicht weit von hier. Die Sekte versteckt da Drogen und Waffen. Ein Prepper versteckt, sehr gut. Nee, den will ich doch gar nicht haben. So, sehr schön. Dann machen wir mal weiter. Ich hoffe, ich muss die Musik jetzt nicht ausmachen. Nein, bleibt aus. Sehr gut. Ja, ja, der Witwenmacher, das ist schon cool. Muss natürlich aufpassen, dass ich hier nicht Unschuldige jetzt kaputt mache, ne? So. Töte keine Unschuldigen? Waren da Zivilisten drin oder was? Gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Ich glaube, ich habe die jetzt getötet. Ob soll ich denn das wissen, dass da Zivilisten drin sind? Hä? Kann ich das nie aufmachen? Ah. Scheiße, wa? Waren da welche, echt welche drin hier? Okay. So, kann ich nicht ändern. Habe ich Zivilisten getötet? Tut mir leid. Collateral Damage nennt man das. Kann ich ja nicht wissen, dass da welche drin sind. Wie soll ich das auch wissen? So. Weiter geht's. Mal sehen. So. Nächsten Tod. Sehr schön. Ich liebe meinen Witwenmacher. Dun, 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 dun. Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Scheiße jetzt gebaut. Komm. Hey, hallo. Wusstest du, dass jemand versucht, hier draußen einen Film zu drehen? Drüben bei der alten Radon-Mine läuft so ein Scheiß. Sorry, Kumpel, da kommt was. Ding jetzt kaputt machen? Ich hab keine Ahnung. Warte mal. Ich teste das einfach mal. Oh, zu kurz. Ja, das war ein Drogenboot. Sehr gut. Hab dich zerstört. Ach ja. Machen wir alles mal nebenbei heute. Das ist doch sehr schön. Was bist du für einer? So, ein bisschen. Ein bisschen was holen hier. Scheiße. Okay, die Transporter werde ich demnächst nicht so wegschießen. Okay. Bitch. So. Weiter geht's hier. Ich mache eine Schneise der Verwüstung hier. Was? Guck mal, da ist schon wieder ein Drogenboot. Wow.
Ja, lad doch mal nach, Kollege. So. Nun tschüss, würde ich mal sagen. Bitte was? Okay. Okay, alles Zivilisten. Alles gut. Ja, das ist scheiße mit den Zivilisten. Das kannst du echt mit dem Witwenmacher nicht einschätzen. So. Alter, haben die nur Zivilisten da drin? Typen, ja gut. Ich glaube, da werde ich demnächst mal ein bisschen vorsichtiger sein müssen. So. Da kommt doch einer. Kein Peggy. Ich dachte, das war's. Ich hab dich gerettet, Kollege. So, was weißt du? Wusstest du, dass jemand versucht, hier draußen einen Film zu drehen? Ich sah, wie eine Krawattenfresse Leuten bei der alten Radon-Mine Befehle zubellt. Okay. Also wir bekommen jetzt die ganzen Hinweise. Oh. Wir können deinen Marshall retten, Deputy. Keine Sorge. Tut mir leid für dich. Kein einziges Wort von dem, was Faith sagt. So. Jetzt bin ich sauer. Hilfe! Was ist denn jetzt da schon wieder los? Wer ist sauer? Okay. Der Zivilist ist sauer. Alles klar. Fahren wir mal weiter hier. Hühnchen, bleib weg. Wow! So, den nehmen wir auch mit. So, beschädigte Haut. Besser als nix. Da geht's weiter. Ja. Ich jetzt heute schon wieder Leute umgebracht habe. Schon sensationell. War das drin? Ich hoffe, ich habe keinen überfahren hier. Ach ne, das ist ja von mir jetzt ein Platz, ne? Genau. Von da aus komme ich halt ins Dings rein mit dem Helikopter. Schon mal sehr gut. Guten Tag. Ich bin der Neue hier. Wir sind heute für heiße Mieze unterwegs. Gute Arbeit am Lager übrigens. Natürlich haben wir jetzt ein anderes Problem. Da unten am Fluss gibt's einen gefährlichen Puma. Das ist kein gewöhnliches Tier. Er soll eines der gescheiterten Experimente der Sekte sein. Er tötet jeden, der ihm zu nahe kommt. Die haben ihn so voll Bliss gepumpt, man kriegt schon Halluzinationen, wenn man nur neben ihm steht. Ich habe einen Trupp losgeschickt, um ihn zu erledigen. Aber die kamen nicht zurück. Sind wahrscheinlich tot. Ich hätte gern, dass du das zu Ende bringst. Aber ich sag dir, das Vieh ist super gefährlich und absolut unberechenbar. Der Judge Puma. Machen wir mal, warte mal. Screenshot. So, wo ist denn jetzt der Puma? Jetzt gucken wir mal, das machen wir mal eben. Aber wir müssen ja eh alles machen.
Wo ist dieser Puma? Twig Hour Kirby. Warte mal, gucken wir uns das mal auf der Dings an hier. Nebenmission. Nebenmission, da. Wow. Was ist das denn für Puma? Ich muss ein Bild machen. 1300 Meter. Ich habe oben mit dem Radar habe ich es immer, ne? Da, 1300. Wir holen uns jetzt mal unsere Leute, die ich hier habe. So, und Pippi, du kommst auch mit. Würde ich mal sagen. Kommt. Dann wollen wir mal sehen, ob wir den Puma fertig bekommen. Oder ob der Puma uns fertig bekommt. Ich weiß es ja nicht. Auf alle Fälle sehen wir hier ständig Leute. Wir haben hinter dem Wasserfall bei der Deadman's Mill ein paar Sachen verstaut. Wenn du die Maschinen reparierst, die im Kampf mit der Sekte beschädigt wurden, kannst du das Wasser stoppen und zu ihnen herabklettern. Okay, neues Prepper versteckt. Wollen wir was dagegen unternehmen? Alter, ziehen die aus. Dinger sind schnell, also schieß, sobald du die Gelegenheit hast. Krasse Sache, Leute. Sind die voll die Bekloppten unterwegs, ey. Nein. Nichts in der Welt. Da haben sie schon wieder einen Puma. Oh, das ist nicht der richtige, ne? Okay. Hydro. Müssen wir mal gucken hier. Oh, Elche. Müssen wir mal gucken, ob wir das mit dem Bogen nicht hinbekommen. Alter, wenn ich das gewusst hätte, dass das so weit weg ist, dann wäre ich da doch mit dem Auto hingefahren. Aber wer kann das denn auch wissen, ne? Alter, das ist da hinten ernsthaft? Okay. Na gut, ich habe gedacht, 1000 Meter in die Richtung. Läufst du mal. Jetzt weiß ich, 1000 Meter ist scheiße viel. Von wenn ich über den See muss. Ach du Kacke, echt. Dafür lasse ich meinen schönen Witwenmacher da stehen. Ich ändere die Position. Von hier kann ich nichts machen. So. Dann nehmen wir das Auto einfach mal mit, würde ich sagen. Klauen wir und dann werden wir das Ding mal ordentlich. So. Muss ich noch nicht mal reparieren. Jetzt habe ich ein ganzes Auto. Da kommen noch welche. Ah, Puppe. Ich hoffe, ich habe Boomer jetzt nicht überfahren. Boomer kommt. So, dann fahren wir mal. Gucken, ob wir den Puma jetzt kriegen hier. So. Was ist denn hier los?
Leute, Leute, was ist denn hier los? Ich entschuldige mich bei den Mitgliedern von Eden State und ganz besonders beim Vater. Der Marshall. Tja, der Marshall. Was ist denn da los? Traut da jemand den Tod von jemandem? Tatsache. Alle. Diese Blumen sind böse. Sie sind der Grund für das alles. Wenn wir sie nur alle verbrennen könnten. Machen wir mal ein Bild. Na, bleibt stehen und ich knall euch ab. Die Stimmen. Der Lärm. Das gruselige Flüstern, der hypnotische Gesang, alles weg. Was? Genial. Wem hilft zumindest fast weg. Wann zeigt man Vertrauen? Oh, hau ab, Fate. Ich brauche mehr Überblick. Und da hinten ist so ein Segelflugzeug, das ist auch nicht schlecht. So, wir schwimmen jetzt hier durch. Dann klaue ich mir nachher das Segelflugzeug. Und dann können wir ja hier übers Wasser schippern. Das wird geil. Juhu. Ey, warum schwimmt die schneller wie ich? Was ist da los? Ah, da muss ich den lieben Wattbeißer mal. Echt, ne? Das ist geil. Mit zwei Begleitern. Das ist geil. Ich höre die ganze Zeit die olle Fate hier rumlabern. So, was ist da? Okay. Nicht, dass die mir gleich hier ins Dings fallen, ne? Ich suche mir einen besseren Winkel. Nicht, dass die mir gleich in den Rücken fallen, ja? Hä? Der ist doch da irgendwo im Wege. Egal. So, jetzt gucken wir mal. Das Puma. Pumale. Oh, da oben ist bestimmt Munition drauf. Da gehen wir erstmal hoch. Ja, auf alle Fälle Materialien. Komme ich denn jetzt hier wieder runter, verdammte Axt? Da müssen wir hin. Püppchen, du musst mir nicht immer hinterherlaufen. Hätte besser laufen können. Ja, finde ich auch. Wärst mal unten geblieben. So. Jetzt gucken wir mal. Dass wir das hinbekommen. Diesen dreckigen Puma jetzt endlich bekommen. Boah, ist das weit weg. So, ich liebe den Bogen. Ich finde den teilweise sogar besser wie die Sniper. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, nur gucken hier. Was haben wir hier? Gut, das ist der Widerstand. Beziehungsweise Zivilisten. Ich habe ja genug getötet. Alter. Da habe ich aber Glück gehabt, ey. So, Puma. Pumale, Pumale, Pumale. Ich brauche dich. Und überall diese Blissjünger hier, ne? Boah. Alter, was machen die denn hier? Ist ja heute mal ein richtiger Trip durch den Wald. Das ist mal richtig geil. So, komm. Mann, Mann, Mann. Leute, Leute.
Will ich aber auch den Puma noch haben in der Folge. So, den Aufenthaltsort entdeckt. Am Arsch der Welt. Oh, Leute. Ist das ein Puma. Nein. Ja, genau. Wow! Oh, ich werd verrückt. Puma! Komm hoch. Boah, was ist hier los, Leute? Was ist hier los? Wo ist der Puma? Töte den Judge Puma. Geht's wieder? Da ist er, ne? Alter. Echt jetzt? Mann, der arme Boomer, boah. Ist das jetzt ein echter? Ist das jetzt ein echter oder ist das alles im Drogentrip hier? Da oben ist, glaube ich, der nächste, ne? Whoop. Genau. Wo ist er? Wow! Alter. Warum kann ich dir denn jetzt nicht aufhelfen? Du verblutest schon nicht. Alter, Mann. Hilfe! Was ein Viech, ey. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, sind aber voll unter Drogen. Aber wir haben jetzt ein paar Punkte gut gemacht. Seht ihr, den erste haben wir. Erste Viertel. Nee, erste Drittel. Nee, 1, 2, 3. 3 Striche müssen wir. Einen haben wir fast voll, genau. Ich würde sagen, guck mal, da könnte ich Schnellreise hinmachen. Ich würde einfach mal sagen, ich mache jetzt hier eine Schnellreise hin. Und dann gehen wir morgen in den Trailerpark. Das machen wir. Das machen wir. Ja, ein bisschen quäffelt ein, aber der Puma, der war ja übel. Übel, übel. Gab aber Geld und ich habe jetzt ein bisschen was bekommen. Ich werde jetzt ein bisschen die Sachen verkaufen. Ah, guck mal, hier haben wir eine Karte. Geil. Und dann, ja, geht's weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sag da mal... Ja, bis zum nächsten Folge. Macht's gut und habt einen schönen Tag. Tschüss. When lights go out, you're in my mind.